Hallöchen meine Guten, willkommen zu einem neuen Bastelvideo hier auf 9999 Dinge. Ich möchte basteln mit euch und zwar habe ich auf unserer Webseite diese Kartenanleitung gezeigt in Bilderform. Und zwar ist das so eine Glückwunschkarte, eine Geburtstagskarte mit so einem schönen Heißluftballon für dich. Und ich möchte mit euch heute hier auf YouTube den Heißluftballon basteln. Und ja, so kann man den zum Beispiel auf einer Karte verwenden. Hier habe ich das Ganze mal in etwas größer gestaltet. Auch hier könnte man auf einer A5-Karte das Ganze machen oder wo könnte man es noch machen? Auf ein Geschenk, als Geschenkverzierung zum Beispiel in groß. Und hier habe ich das Ganze mal in etwas kleiner gemacht. Von hinten sieht es jetzt nicht spektakulär aus, einfach weil man es ja irgendwo draufkleben möchte. Wenn man das Ganze natürlich als Anhänger so gebamsel machen möchte, dann macht man haargenau dasselbe, was man hier vorne bastelt, nochmal für hier hinten drauf und dann kann man das auch so als Anhängerchen benutzen. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr benötigt dafür erstmal Kreise. Ich habe zwei aus Cardstock, das ist ein bisschen fester. Ich habe mir drei Kreise gemacht und zwar aus diesem Bastelpapier vom Kick. Also Kreise. Ich habe das Ganze mit meiner Stanzmaschine gemacht und zwar mit auch hier den Sizzix Framelits. Die Stanzmaschine steht hier drüben, die zeige ich jetzt nicht. Die habe ich ja schon oft genug in meinen Videos gezeigt und ihr braucht jede Menge Papier sozusagen. Ich habe mich für diese Papiere entschieden und ich habe mich für dieses orangefarbene Papier entschieden. Das wird hier mein Heißluftballonkorb sozusagen. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten und zwar hier habe ich einmal Büroklammern benutzt, um das Ganze zu verbinden und hier habe ich zum Beispiel die Papiere benutzt, um das Ganze zu verbinden. Das müsst ihr für euch entscheiden, was euch am besten gefällt. Hier habe ich auch Papier genommen und zum Schluss braucht ihr noch ein paar Deko-Teilchen. Hier habe ich so einen Stein hingemacht, hier habe ich zum Beispiel so eine Blume hingemacht. Also das ist ganz allein euch überlassen, wie ihr das Ganze dann verziert. So, also zwei solche Kreise, drei solche und jetzt mache ich als allererstes meinen Korb. Ich passe jetzt auf, dass meine Korbbreite nicht breiter als hier dieser Kreis wird. Das heißt, ich rechne mir das jetzt mal oder ich lese das einfach mal ab, rechnen muss ich ja nicht. Circa 5,5, das heißt, dieses Stück wird bei mir nicht größer als 5,5 werden. Und das mache ich mir jetzt zurecht. Ich habe mir jetzt zwei solche kleinen Teilchen gemacht und jetzt brauche ich ja den eigentlichen Korb noch. Dafür nehme ich jetzt ein etwas größeres Stück. Mal gucken. Ja, das ist 5 breit ungefähr. Meinen Korb möchte ich so leicht abschrägen, das heißt nach unten hin soll er etwas schmaler werden. Das mache ich jetzt auch hier, indem ich hier einfach so das hier oben anlege und mir hier unten so ungefähr geschätzt 0,5 von hier nach hier abtrenne. So, da hätte ich meinen Korb und da könnte ich dann hier das Teilchen drauf machen. Ja, ich kürze mir das noch ein bisschen, weil ich es noch zu lang finde. Ich mache jetzt hier doppelseitiges Klebeband drauf, direkt hier an die Kante. So, und da wäre das der Grund fertig. Jetzt nehme ich erstmal, das lege ich mir zur Seite. Jetzt nehme ich mir meine Kreise. Den brauche ich nachher zum Schluss. Und den nehme ich jetzt, um hier die Kreise drauf zu bringen. Ich habe hier Papier verwendet, was von beiden Seiten bedruckt ist. Und jetzt werde ich mir das so falten, dass die Seite, die ich jetzt nicht so schön finde, sozusagen dann hier einmal zur Hälfte beklebt wird. Deswegen muss ich das Ganze so falten. So sieht das Ganze jetzt aus. Weil ich nachher dieses in die Mitte machen muss, werde ich jetzt hier in der Hälfte mir doppelseitiges Klebeband einmal hinmachen. Einfach, damit ich nachher auf Nummer sicher bin. Ich kann das auch zweimal oder dreimal machen, einfach nochmal allgemein, um das Ganze zu sichern. Jetzt nehme ich mir hier oben das runter.
jetzt klebe ich diese Hälfte rechts hin. Ich mache mir hier jetzt noch ein bisschen Klebstoff hin. Ich könnte eigentlich jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband weitermachen. Aber hier in dem Fall kombiniere ich das Ganze mal so ein bisschen. Klebe das einmal hier zur Hälfte hin. Ich nehme die andere Hälfte und klebe das auf die linke Seite. Und jetzt nehme ich den dritten Kreis und klebe den hier in die Mitte rein. Auch hier nehme ich jetzt noch mal ein bisschen Klebstoff. Und das kommt hier richtig schön in die Mitte rein. Das lässt man jetzt gut trocknen. Ich drücke mir das immer erst noch mal so fest. Und dann bringe ich die noch mal in Form und lasse das dann in Ruhe trocknen. So, das kann trocknen. Jetzt mache ich das andere soweit fertig. Jetzt muss ich überlegen, möchte ich das Ganze verbinden mit Büroklammern oder möchte ich das Ganze ja mit hier diesem Restchen verbinden? Ich werde jetzt, denke ich mal, nehme ich diese Reste? Ne, ich nehme Büroklammern. Ich nehme Büroklammern. Ich nehme so eine ganze, mache die auf und halbiere die. Wenn ich das gemacht habe, drehe ich das Ganze um und mache mir jetzt hier wieder ein Streifen doppelseitiges Klebeband hin. Jetzt bringe ich ungefähr so in der Mitte die Büroklammern an und jetzt bringe ich nochmal doppelseitiges Klebeband da drauf. Und jetzt klebe ich mein anderes Stück hier hinten drauf. Was drüber steht, kann man natürlich abschneiden. Jetzt benötige ich den anderen Kreis. Und auch hier müssen die beiden befestigt werden. Das heißt, ich nehme hier wieder doppelseitiges Klebeband. Und hier mache ich das jetzt gleich so, dass ich komplett alles voll mache, weil ich damit auch gleich noch meinen gebastelten Heißluftballon auch noch gleich da drauf befestigen werde. So. Und jetzt gucke ich, wie viel Abstand ich hier haben möchte und klebe die dementsprechend dann hier drauf. Jetzt mache ich mir hier noch ein bisschen Uhu drauf. Und bringe auch hier dann den Luftballon komplett drauf. Und drücke das alles schön fest. Jetzt bringe ich meinen Luftballon wieder in Form. So, da wäre das soweit fertig und jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen verzieren. Entweder wieder mit einem Blümchen, wie ich es hier gemacht habe, oder mit einem Steinchen. Und ich nehme jetzt einfach mal hier so diese, ja wie sagt man, selbstklebenden Halbperlen. Und da kann man das Ganze ja nochmal verzieren, wie man es gerne möchte. So meine Guten, das wär's. So sieht das Ganze aus, in verschiedenen Papieren, mit verschiedenen Materialien, ne? Ich meine hier diese Sachen, man kann da sich wirklich austoben, ganz groß machen, ganz klein machen, als Anhänger, als Geschenke,
auf ein Geschenk obendrauf. Kartengestaltung, ihr seht, so viel ist möglich und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wer diese Karte nachmachen möchte, ich verlinke euch den Link auf die Webseite. Da habe ich das in Bilderanleitung für euch dargestellt, wie das zu machen ist, was ich benutzt habe und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke euch fürs Zusehen und dann bis bald, eure Katrin.